Willkommen zurück zu meinem Abenteuer. Ich bin's, euer Kirby. Hi. Und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Yoshis, zu einem weiteren Part Kirby Schattenbedrohung Traumland. Im Übrigen habe ich mit meiner Annahme im letzten Part recht gehabt. Ich habe mal recherchiert. Es handelt sich hierbei tatsächlich um ein Remake des NES-Klassikers. Ich habe ja damals schon mal Kirby's Adventure Let's Played und das ist einfach nur das Remake davon. Kein Wunder, dass mir die ganzen Level so vertraut vorkamen. Naja, so kriegt man das Spiel halt nochmal in besserer Qualität zu sehen. Hatte ja eh überlegt gehabt, das Spiel nochmal neu zu machen. Aber gut, jetzt haben wir halt das Remake. Nice. Traurig, dass ich das nicht vorher gewusst habe. So, eine neue Fähigkeit, der Feuerball. Als brennender Ball schieße ich durch die Luft. Keiner kann mich aufhalten. Probieren wir doch gleich mal aus. Rumsdi-dums. Sollten wir nur nicht unbedingt dort ausprobieren. Also sprich, es ist also kein neues Spiel so gesehen. Es ist das gleiche Kirby-Spiel, was ich schon mal Let's Played habe. Halt nur hübscher und deutlich besser von der Steuerung her. Nicht mehr so heftige Lags wie in der NES-Fassung. Naja gut, ich hoffe, Arias gefällt dir trotzdem. Ist aber traurig, dass ich das echt nicht wusste. Ich hätte schwören können, dass es ein eigenes Kirby-Spiel ist, aber okay. So kann man sich irren. Weg mit... Au! Hat er mich schockiert? Nein, und da ist meine Fähigkeit weg. Alter! Blödes Vieh. Und schon wieder Meta Knights. Jungs, na gut, dann. Weg mit euch. Aua. Okay, ich merke gerade, mein Controller ist definitiv kaputt. Die Einsaugtaste klemmt nämlich gerade die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss gleich mal den Controller wechseln. Da hat's mich weggeknallt. So, jetzt reicht's. Komm her. Bäh, schmeckt's nicht. Hier sind sie deutlich, aua, einfacher zu besiegen. Du kommst auch gleich mal her. Weg. Tschüss. Deswegen kam mir das auch alles so bekannt vor hier. Die ganzen Welten. Es ist wirklich haargenau das gleiche Spiel. Okay, das war dumm. Das war dumm. Da, da, dam, da, dam, da, dam. Bäh, weg mit dir. Deswegen war auch alles gleich hier. Okay. Dass ich das aber jetzt erst bemerke, ey. Traurig. Naja. Man kann ja auch nicht immer alles wissen, ne? Und ja, ich weiß, als Let's Player muss man sich doch eigentlich darüber informieren. Ja. Ich nicht. Ich spiele die Spiele einfach. So, ich glaube, wir gehen mal hier oben lang. Toll. Da ist mein Schwert wieder weg. Toll. Dann müssen wir uns wohl demnächst mal noch ein anderes Kirby-Spiel mal angucken, wa? Ich meine, ich habe ja schon von einigen gehört, dass sie sich freuen würden, wenn ich Kirby öfters mal Let's Player. Und es gibt ja noch wundervolle Kirby-Titel. Es gibt ja noch zum Beispiel einen weiteren GBA-Teil. Nämlich Kirby und die wundersame Spiegelwelt. Vielleicht wäre das ja auch noch eine Option für euch, ihr Lieben. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr darauf Bock hättet. Irgendwas sagt mir, dass ich da besser nicht runterplumpse. Sehr nett. Ich würde sagen, das habe ich gerade voll verkackt. Kann ich da nochmal rein? Ja, kann ich. Das war jetzt... Ach. Das war Schmutz. Egal. Dann gehen wir hier oben lang. Aua! Mann, das kann doch nicht wahr sein hier. Also irgendwie ist dieser Part gerade nicht mein Tag. Ob das wohl am Part liegt? Oder einfach nur an meinem beschissenen Skill? Gute Frage, nächste Frage. Und da ist ein Warpstern.
So, du kommst jetzt mit. Du zündelst mich diesmal nicht an, Freundchen. Nicht nochmal. An dich kann ich mich auch noch erinnern. Und ich weiß, dass du ein ganz, ganz böser bist. Mein Schwert darfst du mir auch wiedergeben. Tja, wie einst Herkules bezwinge auch ich die Chimäre. Auch wenn es keine Chimäre war, aber trotzdem. Weg. Husch. So. Auf zur sechsten. Ich glaube, da nehme ich mir so einen Wheelie mit. Ich sagte, mit dem, nicht. Schmeiß es weg. Halt! Moment, darauf wäre ich schon in der NES-Fassung fast reingefallen. Uiuiuiuiui. Lass es lieber mit dem Wheelie. Ich glaube, besser ist es. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. So, schon besser. Platz da, Mann, jetzt komm ich, sonst mach ich dich platt. Ja, Drake, so macht man das. So taucht man ab, genau so. Blöderweise komme ich da jetzt nur nicht ran. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Da ist ein Schalter! Obwohl, warte mal. Kann ich eventuell... Nee. Okay, ist gut. Ich hab's verstanden. Da wäre ein Schalter, aber an den komme ich jetzt natürlich nicht ran, weil ich nicht weiß, wo hier der Zugang ist. Na gut, dann verlassen wir das Level halt. Hui! So. Hier wäre dann noch ein Level gewesen. Ach ja, mein Freund der Grabe. Ja, genau. An den kann ich mich noch erinnern. Der hat mir in der NES-Fassung ganz schön zugesetzt, der Sack. Ach du Scheiße, stimmt ja genau. Hier musste ich genau aufpassen, was ich mache. Man kann sich hier nämlich ganz leicht den Boden unter den Füßen weghauen. Solltet ihr also möglichst nicht tun. Da ist er platt. Und da haben wir den nächsten. Oh, Saftozean. Armer Kirby wird erstmal vom Hai gejagt. Der arme Kerl. Blub, 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 blub. Geh mir nicht auf den Sack. Weg da. Kusch. So, wo geht's denn hier hin? Ich weiß nicht, ob ich mit dir spielen möchte. Nein, 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 nein. Aua. Doch näher ran. Nein, doch nicht so nah.
Armer Kirby. Aua! Komm her! So. Geht doch. Machen wir das halt so. Arschloch. Jetzt habe ich wegen dir meine tolle Fähigkeit verloren. Ich meine, ich könnte noch mal reingehen und sie mir wiederholen, aber nee, da verzichte ich freiwillig drauf. Wobei, fürs One-Up wäre es jetzt natürlich gut gewesen. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Und an die Stelle erinnere ich mich noch sehr gut. Da bin ich nämlich schon mal so blöd getroffen worden. Und wie das endete, könnt ihr euch sicher selber vorstellen. Du, 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 du. Hier bin ich nämlich immer so blöd getroffen worden in der NES-Fassung, dass ich nämlich am Ende in den Abgrund gestürzt bin. War übrigens unglaublich lustig. Für euch wohl bemerkt, nicht für mich. Das heißt, theoretisch müsste dann hier der Endboss, die Disco-Kugel of Doom, sein. Das heißt, ich darf sie endlich in Normalgeschwindigkeit besiegen. Nein, nein, nein. Glück gehabt. Ich dachte schon, ich sauf ab. Ich dachte schon, ich sauf ab. So, wollen wir mal gucken, was gibt's denn noch hier so im Ozean? Komm her. Bäh, schmeck's nicht. Ich würde sagen, die gibst du mir. Warte mal, ist das ein Eingang? Aha! Huch. Ich würde sagen, sei mal nicht so abweisend. Warum müsst ihr Viecher eigentlich immer von oben kommen, hä? Das sah unschön aus. Ich bin nicht da, hast mich nicht gesehen. Dum, 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 dum. Ah, kommt man doch nicht lang. Sah gerade so aus. Du, 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 du. Ja, da bräuchte ich jetzt natürlich den Hammer, ne? Oder einen Stein. Und einen Stein haben wir jetzt hier natürlich nicht. Das ist bestimmt ein Schalter oder so. Das wäre bestimmt ein Schalter gewesen. So. Gießt mir gerade dezent auf die Nerven. Ja, an dieses böse UFO erinnere ich mich noch. Das hat mich nämlich in der NES-Fassung schon mal gekillt. Weg. Du explodierst hier nicht. Weg mit dir. Und tschüss! So, ein Schiff. Oh, wie schön. Jetzt britzel ich euch weg, wenn es sein muss. Weg da. Zum Glück ist deine Medizin. Finde ich sehr nett. Du, du. Boah, buh. Immerhin darf ich meine Elektro. Ja, komm her, komm her, komm, 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 komm. Ungehobelter Klopz, du. Aua. Tu mir doch nicht immer gleich weh. Ich bin doch nur ein armer kleiner.
süßer Kaugummi. Der hat mein Kirby wehgetan. Du Grobian! Ich mag dich gerade nicht besonders, weißt du das? Ich mag dich gerade ganz und gar nicht. Ja, hier wird... Oh Mann, armer Kirby. So. Einmal muss ich noch kriegen. Ne, 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 hier bin ich. So. Her mit deiner Fähigkeit. Wo führst du mich denn hin? Schauen wir doch mal. Sagen, das Ding da oben hätte ich aber ganz gerne. Ah, zwei Löcher. Moment. Hahaha, wie soll ich... Ah, ich hätte es nicht fluten dürfen. Ich hätte es nicht fluten dürfen. Scheiße, ich habe Mist gebaut. Oh, buh. Das darf ich da auch nicht durch. Überall, wo ich durch möchte, darf ich nicht. Was soll das denn? Ja, jetzt kannst du mich auch mal am Arsch lecken. So. Dann gehe ich halt da oben lang. Wo ist das Problem? So. Das könnt ihr mich mal. Autsch. Mann, sag mal, könnt ihr auch mal woanders rumnerven? Ist ja nicht zu fassen hier. Genauso lästig wie in der NES-Fassung. Weg da. So, Hamlin Warpstar. Hui! Das heißt also, der Multiplayer-Modus und die Minigames, das ist eben halt das, was neu ist. Weil hier gab es halt bestimmte Minigames gab es hier nämlich damals noch nicht. Und wer einen Vergleich haben will, braucht sich einfach nur das Let's Play zu Kirby's Adventure anschauen. Welches ihr natürlich auch auf meinem YouTube-Kanal finden könnt. Falls euch die Unterschiede zur NES-Version interessieren. Dich nehme ich mal mit. Sehr schön. Ja, der Ozean hier, der geht mir gerade mächtig auf den Piss. Ich glaube, wir holen uns mal eine Fähigkeit, die es hier gerade noch nicht gibt. Oder? Nö, leider nicht der Fall. Schade. Aber ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns dann den Rest des O-Saft-Ozeans an. Ja, so gemein bin ich. Also ihr Lieben, Däumchen hoch schon gegeben, Abo dagelassen, sehr schön, denn dann werdet ihr auch kein Video mehr verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Drake. Wahoo!